Geht sterben? Bitte? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja fürchterbar, ist das ja. Das sind 4 Stück von den Deppen. Guck dir alleine mal an, wie viele komische Ads das sind, die da ständig spawnen. Und so. Und Kram. Hört mal auf, bitte, damit. Wow, da explodiert alles. Oh, wenn das explodiert, dann spawnt das bei mir neu. Okay. I see. So, das ist der letzte, ne? Ich glaube, das ist der letzte. Ah! Stirb! Stirb! Auch. Oder? Ist da noch einer? Ja, ich sehe da noch eine HP-Anzeige. Das heißt, das kann nicht der letzte gewesen sein. Das war der letzte. Okay, dass der dann neu spawnt bei mir, ist total awkward und seltsam. Aber okay. So, wir haben da das Evil Matchbook. Vielleicht will ich das aber gleich noch haben. Ich glaube fast, ich will das gleich noch haben. Oh, da ist gerade direkt irgendwas... Oh Gott, es ist so ein Viech. Ist gerade direkt irgendwas gestorben. War eigentlich das, was ich sagen wollte. Au, das Ding ist nicht schnell genug. Warum, was? Was ist denn jetzt kaputt? Achso, ah! Ich habe das komische GameKit-artige Trinket. Und, jo, ich bin versehentlich draufgestiefelt. Oh, ich habe eine Sense. Haha, wie geil. Kaboom. Irgendwo ist ein... Dö. Au. Mit dem Ding umzugehen ist gar nicht so schön, fürchte ich. Ich hätte das vielleicht nicht unbedingt nehmen sollen. War nicht so clever. Oh, das ist aber gerade sehr, sehr schnell jetzt unterwegs. Warum ist denn das so schnell unterwegs? Puh. So, wir haben das alles. Ah, nutzt natürlich nochmal das. Oh, hi. 2 von den Dingern? Ach du Schande. Ah. Ich weiß nicht, warum das gerade so schnell ist, aber ich finde das gut, dass das so schnell ist. Oh Gott, es kommt! Es kommt noch mehr Hilfe! Tötet sie! Ich weiß nicht, woran die da oben gerade sterben. Es könnten Spinnen sein, die hier ständig spawnen. Oh Gott. Noch so ein Typ. Oh, das ist... Au, das ist ja cool. Gefällt mir natürlich, wenn das so durch die Gegend wurschtelt. Oh Gott, da kommt noch mehr. Und da ist noch ein normaler von den Typen. Okay. Meinetwegen. Der stirbt aber relativ schnell. Oh Gott. Ich muss erstmal aufpassen, dass die mich nicht irgendwie plattfahren hier unten. Während ich so hier in der Ecke rumhänge und rumstehe. Und versuche, sie alle irgendwie zu treffen. Oh. So. Eieiei, ich hätte das irgendwie komme ich mit dem Ding nicht so richtig gut zurecht, ne? Das ist problematisch. Das war blöd. Das ist immer noch blöd. Das ist immer noch ziemlich blöd. Ah, töte mal bitte erstmal das da. Okay, dann ist da das nächste Viech, das töte mal bitte auch noch. Ja, ich verliere zu viel Leben, fürchte ich. Münzen. Ganz viele davon. War jetzt nicht so richtig toll, aber hey, whatever. Ja, Evil Matchbook könnte man nehmen. Ich könnte auch, Erstmal einen Schlüssel für das nächste Stockwerk. Ja, nee, irgendwie will ich das alles nicht so richtig haben. Ich glaube, ich gehe einfach. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich brauchen könnte? Nö, dann lassen wir es. Und gehen einfach nach unten. Da ist noch, das ist ja wunderschön, ein Geheimraum mit 2 Karten. Die Empress und Wheel of Fortune. Da ich sowieso nicht nach unten gehe, da ich sowieso hier die Energy mitnehme, weil total cool, ist das kein Problem. Moment, warum habe ich den Schlüssel nochmal mitgenommen? Hier gibt es doch, oder? What the fuck? Freaking, what? Was war das denn gerade? Der Tod, der Hangman. Brauche ich irgendwie beides nicht so richtig? Ich habe halt einen Schlüssel, ne? Brauchen du ihn nicht, aber hey. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Das da oben machen wir jetzt erstmal hier. So, und hoffen, dass da nicht wieder so ein komischer Dude kommt. Fände ich nämlich doof. Nee, kommt nicht. Es kommt Geld. Das ist schön.
Es ist die Frage, will ich dann... Ich glaube, ich will das hier erstmal noch haben. Damage und Range Up, warum nicht? Oh, PJs. Die will ich auch noch haben. So. Und das könnte eigentlich, das sollte reichen. Dann habe ich mehr Geld zum Verspenden, wenn ich das schaffe hier. Fangen wir erstmal an und gucken mal. Achso, das könnte ich mal machen. Das ist schon wieder der Typ, ne? Das ist gar nicht so schön, als einfach so mal eben hängt er da so rum. Uah. Was ist hier los? Ich kann das nicht mehr ordentlich steuern. Habe ich etwa gerade komischen Orbit-Kram gehabt? Ich glaube schon. Das ist ja gemein. Opa. Bitte sterbt alle, ihr hässlichen Geister. Die machen auch... Die sterben einfach nicht, ne? Die halten so viel aus. Drecksviecher. Fliegen. Okay. Das könnte jetzt ultra awkward werden, wenn ich irgendwie... wenn die Dinger explodieren und ich ganz am anderen Ende des Raums rumhänge. Und ich will diese Greed-Dinger übrigens auch nicht unbedingt haben. Das finde ich nicht schön. Also ich will halt nicht meine Münzen verlieren hier. Oh Gott! Es schießt! Alles schießt! Ah! Hör bitte erstmal, wo ist meine Träne? Da ist meine Träne. Ich möchte gerne... Und den Geist hätte ich ganz gerne tot eigentlich. Geht aber gerade nicht. Bin ich zu blöd für... Oh Gott. Hilfe! Ah, und ich krieg schon wieder dieses komische Mistding. Und das ist ein... Hilfe! Es ist überall Stuff und Geister und überhaupt. Können die Geister bitte irgendwie sterben? Die nerven. Geh weg! Ah! Hilfe! Ah! Ah! Arg! Das sind aber die letzten Gegner hier, ja? Gut. Puh! Das ist ja fürchterlich. Noch mal einen Haufen Geld mit. Oh, nice. Ich krieg noch mal ein... Oh, das sind aber einige. Das sind aber einige. Das Ding folgt denen ein bisschen, ne? Weil das ist ja ein Magician-Gerät. Ich laufe auch gerade einfach nur rum und hoffe, dass ich von nichts getroffen werde. Obwohl ich es nicht ganz genau vorhersehen kann. Eieieiei, okay. So, das hat funktioniert. Oh, zwei von den Äumeln noch. Oh Gott. So, bitte erstmal den normalen. So, dann können wir die... Oh Gott. Bullet Hell, Bullet Hell, Bullet Hell, Bullet Hell, Hilfe. Okay, stirb. Stirb, du Depp. Ah, der ist verlangsamt. Geh drauf. Die sind fies, die Typen. Wenn da mehrere von da sind, dann sind die richtig, richtig fies. So. Yo, gib's mir. Ich benutze noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut hier. Au. Oh, oh. Au, was trifft mich denn da die ganze Zeit gerade? Es waren eigentlich... Es können eigentlich nicht die Schüsse gewesen sein. Ah. Können wir uns mal gerade hier so hinstellen und vielleicht hoffen, dass uns das einfach alles nicht... Au, trifft. Tut es aber. God damn it! Ich habe hart viel Leben verloren. Das ist nicht gut. Ich habe viel zu viel Leben. Oh Gott, danke schön. Was macht denn das da? Ich habe ein goldenes Herz. Ein goldenes Herz und ich weiß nicht genau, was es tut. Jetzt ist die Frage, nehme ich vielleicht noch mehr Leben mit? Jo, tue ich. Ich nehme auch das noch mit. Ich möchte jetzt gerade, jetzt bin ich wieder kurz davor zu sagen, ich will es einfach nur noch schaffen. Und das könnte sonst problematisch werden. Da ist mir das Geld gar nicht so wichtig, was ich da reinschieben kann. Okay, wir gehen nach unten und kommen damit zu Greed. In die Greed World quasi. Hier vielleicht so ein Geheimraum? Nicht? Oh Gott, was ist das denn Geiles? Und alles ist voller Greed-Müll. Geht doch weg irgendwie. Ihr nervt. Ihr seid alle blöd. Und da verliere ich ein bisschen Geld. Das ist eigentlich fast schlimmer, als das Leben gerade zu verlieren, finde ich. Ich wollte nämlich eigentlich das Leben das Geld behalten. So. Zack, 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 zack. Und damit geht es wohl zu dem großen Greed. Bekomme ich hier direkt noch eine Aufladung? Nee, ne? Nö. Dann, Energie. Bitte? Hier nochmal. Nochmal Energie und nochmal auf die Fresse. Oh, es gibt Leben für ihn gleich wieder.
Das ist mir aber gerade ehrlich gesagt wurscht. Ich möchte, dass das Ding da steht, dass er dafür auf die Fresse kriegt. Mehr Herzen. Das kriege ich kaputt. Ja, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, die alle kaputt zu machen oder ob es sich eher lohnt, ihn einfach anzugreifen. Au. Wow. Das war aber eine Menge Leben. Eine Menge Geld, was da rauskam. Schon wieder Herzen. Au. Der, wenn der mich angreift, verliere ich auch Geld, ne? Und dann wuschelt der da. Dann nimmt er das einfach mit, der Spinner. Oh Gott, Hilfe. Das ist alles irgendwie nicht gut, was hier passiert. Können wir bitte... Dammit, das ist gar nicht gut, was hier gerade passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Kann ich den, warte mal. Ich kann den dabei einfach angreifen, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt so mache und einfach die ganze Zeit weglaufe, dann stirbt der langsam, ne? Hehe. Ja. Oh Gott. Aua. Dammit. Das war blöd. Au. Das war auch blöd. Hilfe! Mein Geld! Und mein Leben vor allem. Ich bin blöd. Ich sollte eher mich um mein Leben kümmern hier. Oh Gott. Jetzt sind genug tot. Jetzt, jetzt ist er wieder da. Hilfe! Das ist irgendwie schlecht. Dass er das ist, meine ich. Nee, das sind zu viele. Ich darf nicht, da dürfen nicht zu viele kommen von den Dingern. Mehr kriege ich aber leider gerade nicht. Oh Gott, natürlich geht das hier unten auf. Wäre ja auch... Dammit! Zu einfach sonst. Ah! Und es werden noch mehr. Hilfe! Bist du denn des Wahnsinns, Greed? Ultra Greed. Greedy Greed. Greed, Greed, Greed. Da ist noch ein Kopf, da ist noch ein Kopf. Können wir bitte kurz den Kopf töten und dann, genau, jetzt möchte ich... Dammit! Ich dachte, ich krieg's vielleicht hin, aber nö. War zu... Oh shit. Oh shit! Hätte eigentlich ganz gerne, dass er jetzt da so richtig hart stirbt, weil ich habe nicht mehr so viel Leben. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Schlüssel! Nein! Zu viele... Leben, nein, au. Ich war so kurz davor. Und ich glaube, es war wieder das Ding, was mir alles kaputt gemacht hat. Das komische Tränen kontrollieren. Ich glaube, es wäre ohne einfacher gewesen. Wir versuchen es nochmal. Kann ja nur besser werden. Nee, stimmt nicht. Eigentlich kann es nicht nur besser werden. Oh, guck mal, wir kriegen direkt ein, das ist ein Evil Up unter anderem, ne? Hier ist ein Shotspeed Up und auch ein Evil Up. Ab, ab, ab. Alles ab, ab, ab. So. Vielleicht. Oh. Oh. Aha. Oha. Oh, cool. Hier gibt es ganz viel Kram. Aber hier gibt es natürlich keine Bomben. Das ist blöd. Ich könnte Bomben gebrauchen. Habe ich aber nicht. Schade. Und ich kann mir auch vor allem keine kaufen. Ganz anderes Problem. Wie komme ich jetzt an Bomben? Oh, fliegen. Oh nein. Oh Gott. Tja, Bomben wären schön, ne? Ich mach da mal ein bisschen was kaputt, damit die mich nicht nerven gleich noch. Es sind immer mehr von den Dingern, ne? Es werden immer leicht mehr Gegner. Na gut, wir müssen auf jeden Fall... Oh Gott, es ist ein... Es sind sogar zwei von den Drecksviechern. Ach du Schande. Geht weg. Da, vor denen habe ich auch echt Angst, ne? Wenn die irgendwie bei mir in der Nähe auftauchen, dann ist das echt fies. Da! Wo gerade bei mir in der Nähe auftauchen sind. Ach du Schande. Das ist noch nicht die letzte Welle, die da kommen mag. Okay, die habe ich aber schneller getötet. Oh Gott, da ist schon wieder so ein Ding. Die töten sich aber gegenseitig. Kann das sein? Ich glaube, die töten sich gegenseitig. Wo kam denn gerade die Spinne her, sag mal? Puh, okay. Wir machen erstmal weiter natürlich. Für Buch gegen Megafetti. Hässlicher Megafetti. Blöd bist du. Doof bist du. Stirbst du, bitte. Fände ich total super. La 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 la. Oh Gott, ich dachte vielleicht, wenn er hier unten hin, dann
funktioniert das und ist das toll und der macht hier noch ein paar Sachen kaputt oder so. Ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt, wenn der da hinspringt, ob der dann irgendwie Steine kaputt macht oder so. Ich dachte gerade, der springt nochmal. Ist er aber nicht. Ein Glück. Es ist nur der normale davon. Das geht auch noch. Der macht keine komische Bullet Hell Geschichte. Der spuckt mich zwar an, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das war natürlich doof. Das habe ich jetzt gemacht. Warum habe ich das gemacht? Das ist die andere Frage. Nehmen wir an, da unten ist noch so ein Typ. Oder? Eigentlich müsste er dann schon hochgekommen sein, ne? Das war tatsächlich nur der eine hier. Das wundert mich jetzt aber schwer, ehrlich gesagt. Aber gut, meinetwegen. Da war es wohl nur der eine. Überlege ich gerade, ob es gute Items gab eben. Okay. Nope. Das will ich nicht haben. Vor allem habe ich ja eh kein Leben. Na gut, dann eben nischt. Tja, das nehmen wir mal mit. Grundsätzlich hätte ich ja gerne noch Bomben gehabt, ne? Habe ich aber nicht. Oh, cool. Cricket's Head. Das ist ein Damage-Up, ein gar nicht so schlechtes. Jetzt ist die Frage, ich könnte noch ein HP-Up mitnehmen. Ich könnte noch einfach gucken, was es im nächsten Shop so gibt. Machen wir doch lieber mal das. Schauen wir uns das doch hier unten mal weiter an. Der arme Judas hat kein Toilettenpapier mehr. So, erstmal gucken, was es hier als normales Item gibt. Oh, okay. Shot, Speed und Damage Up. Inzwischen ist das Ding sogar gar nicht schlecht. Um genau zu sein, ist das ziemlich gut. Es gibt halt ein Damage Up inzwischen auch. Das Shot, Speed Up, nur Shot, Speed Up ist halt ziemlicher Müll. Aber zusammen mit anderem Kram ist das schon nicht schlecht. So, Schlüssel. Und ich glaube, ich nehme für 5 auch eine Bombe mit und spreng hier oben mal die Truhe frei. Warte mal, wir machen das mal so. Falls da ein Geheimraum liegen ist. Ist aber nicht. Na gut. Es gibt eine Pille. Amnesia. Oh, oh nein. Oh Gott. Amnesia, das ist aber schlimm hier. Warte mal. Das ist, nee, das will ich gar nicht haben. Wir gehen erstmal in den Itemraum natürlich. So, was ist das denn? Turret Follower, Papa Fly. Aha. Und der äumelt jetzt die ganze Zeit da in der Ecke rum, oder was? Nee. Und der ist ja witzig. Der fliegt jetzt hier so rum und schießt ein bisschen Kram in der Pampa rum. Aber automatisch, scheinbar. Das ist cool. Wenn er das automatisch macht, bin ich glücklich. Dann ist das ein toller Follower. Wenn er es nicht automatisch gemacht hätte, wäre es ein nerviger Follower. Ich hasse Follower, um die ich mich selber kümmern muss irgendwie die ganze Zeit. Das wäre jetzt sehr, sehr nervig. Aber so, aua. Ich meine, er muss natürlich erstmal irgendwie dazu kommen. Au, dammit. Ich glaube, irgendwie groß Schaden zu machen an irgendwas, aber naja. Na, das Töte ist auch. Ich habe leider nicht mehr so viel Leben. Ich muss jetzt echt aufpassen hier, dass ich nicht abnippel, weil eigentlich bin ich gar nicht so unzufrieden mit dem Kram, den ich habe. Von daher, oh Gott, es ist The Horn. Das könnte problematisch werden. Tatsächlich. Wir wissen ja alle, dass ich nicht so der große The Horn Fan bin. Und dass der mich leicht mal tötet. Okay, passt aber. Oh Gott, das ist eine Mini-Husk. Die ist auch nicht gut, aber ich mache so viel Schaden, dass das ziemlich wurscht ist. Okay. Hab nichts gesagt. Dann holen wir uns den auch nochmal gerade. Es ist auch gar nicht so schlimm. Also mit den Sloth-Geräten komme ich ja gut zurecht. Sollte ja kein großes Problem sein. Die sterben ja schnell. Und unproblematisch. Was haben wir hier?